Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video, mit ein paar Infos, Sachen, Pläne für Oberhausen. Jetzt dann am Wochenende. Erstmal meine persönliche Vorbereitung. Abgesehen vom Packen, Powerbanks laden, dies, das. Also, ich werde dort sein. Also, Freitag fahren wir hier los. Gechillt, Freitagnachmittag. Und dann kommen wir wahrscheinlich so am Abend an, keine Ahnung. Wahrscheinlich 8, 9, irgendwie sowas. Penn dort bei einem Zuschauer, der hat es mir angeboten. Echt verrückt, aber egal, machen wir, wieso nicht. Also ich und Koga sind am Start und dann fahren wir Samstag gechillt ins Zentrum und dann dort den ganzen Tag. Um 8 macht es zu, glaube ich. Also Event ist um 8 vorbei. Danach schauen wir mal, danach können wir uns vielleicht treffen, irgendwas noch machen. Am Freitagabend eigentlich auch, also schauen wir mal, wenn wir nicht zu spät ankommen am Freitagabend. Möglicherweise schaue ich da irgendwo vielleicht Zentrum vorbei noch ein, zwei Stunden. Oder keine Ahnung, Scanner-Tour oder sowas, was weiß ich. Ich werde euch dann auf jeden Fall Bescheid geben. Und dann Samstag, wie gesagt, am Abend nach 8 Uhr, wahrscheinlich so 9, nachdem man sich von allen verabschiedet hat und sowas. Dann ab 9 könnten wir eigentlich auch noch was machen. Was genau, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Und dann Sonntag können wir, also Sonntag fahren wir dann wieder nach Hause. Dann wahrscheinlich aber auch irgendwann Nachmittag. Das heißt, in der Früh könnte man eigentlich auch noch irgendwas machen. Aber das überlegen wir uns auch genau. Also ich bin Freitagabend da, bis Sonntagnachmittag ungefähr. Und dann schauen wir mal, was dort geht. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Freue mich schon richtig drauf. Könnt ihr schon mal mein Inventar sehen. Ich habe alle Tränke weggeschmissen. Weil A, dort gibt es keine Raids. Und B, brauche ich die momentan nicht. Und dafür habe ich die Pokebälle krass aufgestockt. Ganzen Tag nur. Ich habe gehört, wie krass das sein soll. Die ganzen Pokestops. Und die sind gezündet. Also nur klickern. Da will ich eigentlich, ich wollte eigentlich auf 800 kommen, aber ich schaff's nicht. Mein Beutel ist jetzt schon voll. Ich weiß echt nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich überlege sogar, die 15 Rauch wegzuschmeißen, weil Rauch so unnötig ist. TMs. Ich wollte die alle jetzt verbrauchen, aber zumindest die Fast-TMs, weil die so häufig sind, aber ich brauche die gar nicht. Da habe ich sogar auch sogar da überlegt, ein paar wegzuschmeißen. Dann Raid Pass. Okay, das kann ich nicht wegschmeißen. Einen Raid Pass habe ich bekommen. Dazu demnächst vielleicht mal genaueres. Zwar habe ich den Support angeschrieben und da habe ich was zurückbekommen. Bären, auch Superbälle schmeiße ich momentan eigentlich sogar alle weg. Ich will nur Hyperbälle haben und Pokebälle. Pokebälle für Go Plus und Hyperbälle für die Rare Spawns. Die Bären will ich eigentlich auch alle wegschmeißen. Und gelbe Bären, die will ich halt nicht verfüttern. Also die Bären wollte ich nicht wegschmeißen, sondern verfüttern. Und die gelben, die verfütter ich halt nicht. Und momentan mache ich nichts außer Klickertouren und Farmen. Also Beutelfarmen, Bällefarmen. Und dementsprechend hat sich das hier so gefüllt. Die müssen eigentlich auch ein bisschen reduziert werden. Vielleicht schaue ich da nochmal bei einem Nest oder so vorbei. Aber das waren so meine Vorbereitungen. Ah, und ich habe jedes Item weggeschmissen. Also ich habe den Beutel richtig krass geleert, damit ich echt Platz für die Teile habe, für die Pokebälle, damit ich dort abgehen kann im Centro. Pokémon-technisch habe ich auch ein bisschen Platz geschaffen. Ich überlege da noch mehr Platz zu schaffen. Also ich habe ein paar Taubsies auf Lager. Hornlio, Taubsie, sowas. Also zum Entwickeln habe ich ein paar Sachen. Ich könnte, glaube ich, so 100 Sachen wegschmeißen, damit ich echt ganz, ganz viel Platz habe. Aber ich denke mal, das geht schon so. Und jetzt das größte Problem. Ich habe zu viele 9 Kilometer Eier. Nicht 9 Kilometer, 10 Kilometer Eier. Ich meinte 9, 10 Kilometer Eier hatte ich. Jetzt habe ich zum Glück mal endlich mal einen 5er. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen 9, 10 Kilometer Eier. Und das Krasse ist, ich habe eingeschlüpft. Ich brüte halt immer ein. Und das Krasse ist, die letzten paar Tage immer ein neues 10 Kilometer Eier. Also eigentlich habe ich jetzt schon 15 oder so 10 Kilometer Eier hintereinander bekommen. Jetzt zum ersten Mal endlich einen 5er. Da haben ich und Kogai, der hat auch so viele Zehner, überlegt, dass wir uns am Tag davor, also denke mal Donnerstag ist vielleicht zu früh, aber Freitag wahrscheinlich, Inkubatoren kaufen, die alle starten werden. Und dann Samstag, so dass es halt ungefähr Samstag irgendwann Vormittag alle ausgebrütet werden und wir dann alle Plätze frei haben für die speziellen 2 Kilometer, ja. Das überlege ich mir noch, ihr wisst, ich bin Free-to-Play, das kann ich nicht einfach so machen. Also ich hätte genug Gold dafür, aber die Frage ist, ob sich die 2 Kilometer Eier dafür lohnen. Also, ich denke mal eher nicht. Es kommen halt besondere Sachen. Also, es kommt halt, keine Ahnung, Gelachse oder so aus einem Zweier. Aber das brauche ich eigentlich nicht so. Also, Kogai wird so machen wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, ob das so effektiv war. Aber ich werde, ich denke noch drüber nach, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Das war es, glaube ich, spielerisch. Dann gibt es noch ein paar organisatorische Sachen. Wie gesagt, das war Pokémon-technisch, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Packen. Ich habe meinen krassen Rucksack dabei, 2 Powerbanks, GoPlus-Batterien
was weiß ich. Regenschirm auf jeden Fall, der ist immer drin. Ansonsten organisatorisch, die meinten, es fängt um 10 Uhr an. Ab 8 ist Anmeldung. Paar von euch wollten, dass wir davor ein kleines Treffen machen. Finde ich, ist es aber eine schlechte Idee, deswegen werde ich das auch nicht machen, weil in der Früh, man ist müde, man will nicht extra noch früher kommen. Und da sind so viele Leute, erstmal ankommen, chillen und dann will jeder so schnell wie möglich sich anmelden. Deswegen denke ich, in der Früh ist nicht so gut. Und die Anmeldung ist anscheinend an irgendeinem Platz der guten Hoffnung. Ich bin gespannt, also ich kenne mich da gar nicht aus. Ich laufe einfach blind drauf los. Man wird es schon finden. Und für die Anmeldung muss man halt sein Ticket vorzeigen und dann seinen Personalausweis, sich ausweisen halt. Und dann kriegt man so ein Trainer-Kit und da sind ein paar Goodies drin, Flyer, eine Map zu den Lounges und so. Also die Lounges scheinen cool zu sein, da kann man auch seine Handys und so aufladen. Und das Krasse ist, man kriegt da noch einen weiteren neuen Code, mit dem man dann am Event teilnehmen kann, also Security echt krass. So, das waren die Informationen für alle, die ein Ticket bekommen haben. Und es haben auch viele kein Ticket bekommen. Die Lage ist jetzt so, dass innerhalb der Mall, des Einkaufszentrums, nur die Leute, die ein Ticket haben, die Sachen sehen werden. Also nur für die wird es sich lohnen, dahin zu gehen. Aber außerhalb, in der ganzen Stadt, kommen die Sachen auch. Also zumindest die Response. Und ich nehme auch an Kagame und die Cognito und sowas. Und da haben sich jetzt viele zusammengetan und werden dort sich treffen, kleines Mini-Event machen, ihr eigenes. Vor allem bei diesem Rosengarten, glaube ich heißt der, hinter dem Einkaufszentrum oder so. Das soll so der Haupttreffpunkt sein. Da wird, glaube ich, auch echt eine Menge los sein. Also für alle, die kein Ticket haben und trotzdem kommen, weil es nicht so weit ist für die. Ah, da gibt es echt verschiedene Seiten. Ein paar haben mir auch geschrieben. Also da gibt es echt viele Informationen. Da will ich echt nichts Falsches sagen. Und da schaut ihr euch echt am besten selber um und informiert euch, weil da gibt es verschiedene Gruppen, verschiedene Eventleader, sage ich mal, die da ein paar Sachen organisieren. Und es gibt auf jeden Fall Alternativen zum Centro und zur Safari-Zone. Also für alle, die, keine Ahnung, schon gebucht haben oder so oder trotzdem hinfahren wollen, weil es echt nicht zu weit ist, schaut vorbei. Und möglicherweise sehen wir uns dann. Vielleicht schaue ich mal raus oder wie gesagt danach halt auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall dann was machen. Aber ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Vor allem, weil das Krasse, der GoMap-Betreiber hat geschrieben, Facebook und Twitter-Post, dass er einen besonderen Bereich sponsert für das Event. Ich nehme an, in näherer Umgebung vom Zentrum, damit man, falls irgendwas kommt, zu Fuß das erreichen kann. Leider geht es halt nicht für im Zentrum, weil er natürlich keine Bots hat, die daran teilnehmen. Das heißt, seine Bots sehen das gar nicht. Aber außenrum wird gescannt, also das ist auf jeden Fall saftig. Gute Chancen, also nicht gute, aber eine kleine Chance für 100% Kagame. Für ein paar, die noch kein 100% Incognito oder so haben. Ansonsten halt von den Rare Spawns, die kommen. Man weiß ja noch nicht genau was, die haben nur Chanera und Lavita gesagt. Von dem brauche ich auf jeden Fall noch einen Lavita 100. Also das ist auch echt eine coole Aktion. Shoutout an den GoMap-Betreiber. Und voll vergessen zu erwähnen, das haben mich schon ganz viele Leute gefragt. Ja, ihr könnt mich einfach ansprechen, wenn ihr mich seht, einfach anquatschen. Und ja, wir können ein Foto machen, ist echt alles kein Problem. Ihr müsst mich nur finden und dann machen wir das schon. So, das war's. Ein paar Informationen zum Event und zu mir, wann ich da sein werde und sowas. Fan-Treffen davor? Nein. Fan-Treffen danach? Möglicherweise, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ansonsten Freitag vielleicht was, Sonntag vielleicht was. Livestreams von dort, schauen wir mal, wie die Verbindung ist. Auf jeden Fall Freitag Abend, wenn ich ankomme, wird es einen Livestream geben. Und dort wird es dann auch nähere Informationen geben, wenn wir dort dann mehr wissen. Aber das war's bis jetzt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne mich ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.